Das ist, da oben kriegen ja die meisten Männer beim Proktologen oder Urologen ja eine Latte, weil sie quasi da so eine kleine Hafenrundfahrt gemacht hat, wie das immer so sagen, ja. So quasi so ein Fingerchen da. Eine Hafenrundfahrt. Mein Name ist Anna Nero, ich bin bildende Künstlerin aus Frankfurt. Ich bin in Moskau in der Sowjetunion geboren, mit 7 Jahren nach Deutschland gekommen, nach Frankfurt. Und ich habe studiert an der Kunsthochschule Mainz und an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Bin nach meinem Diplom wieder nach Frankfurt gezogen. Warum Kunst für uns wichtig ist, ist für mich schwer zu beantworten. Ich kann ja nur sagen, warum für mich das wichtig ist. Und ich glaube, dass für mich Kunst machen aus so einem ganz archaischen Grundbedürfnis heraus entsteht. Also so wie Menschen halt in der Höhle von Lascaux vor 17.000 Jahren oder so gemalt haben. Genauso ist es für mich so eine Art fetischistisches Grundbedürfnis. Und ich finde, das deckt auch eine Art sinnliches oder sexuelles Bedürfnis ab oder vielleicht auch ein religiöses. Also man erschafft damit etwas, was zwar keine Funktion hat, aber durchaus so eine Art magisches Objekt vielleicht oder ein sinnliches Objekt. Und für mich ist Kunstmachen auf jeden Fall grenzt eben sozusagen an so sehr rudimentäre, aber eben auch sehr wichtige Erfahrungen, wie zum Beispiel, ja, also so eine Transzendenz. Ich würde sagen, in jeder künstlerischen Branche, aber auch in jeder anderen Branche, ist das A und O, dass man von morgens bis abends arbeitet. Alles andere ist Deko, sozusagen. Also es geht darum, dass man vor allem das macht, was man machen will. Also, dass man künstlerisch arbeitet. Und allein das zu schaffen, ist ja am Anfang sehr schwierig, weil man eben unter anderem vielleicht noch einen anderen Job hat, also einen Geldjob, einen Brotjob. Und weil man Miete bezahlen muss und ja auch noch andere irgendwie unter anderem Verantwortungen hat. Genau, deswegen glaube ich, das Erste und Wichtigste ist immer sozusagen bei der Arbeit zu bleiben und sich dafür Zeit zu geben und einzuräumen. Alles andere kommt dann sozusagen beim Machen. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, wir leben in einer ganz allgemeinen Realität. Aber ich glaube, Kunst gibt einem die Möglichkeit, sozusagen diese eigene Matrix oder ein eigenes Koordinatensystem zu erschaffen und es eben auch zu brechen. Also das ist ja das Schöpferische daran, dass du sozusagen der Gott deiner eigenen Welt bist dann oder die Göttin. Aber ich weiß nicht, ob meine Arbeit so viel mit Realität zu tun hat. So, die hat für mich auch immer so was Künstliches, also und in sozusagen ganz im klassischen Sinne Künstlerisches. Also es ist was Menschengemachtes. Es ist nicht die Natur, die ich abbilde, sondern es ist die Kultur. Ja, aber ich glaube, das kann sehr, sehr weit gefasst sein. Also gar nicht so religiös in dem Sinne, aber so eine Art von Transzendenz im Sinne von, dass man eine Grenze überschreitet sozusagen oder irgendwie unterschiedliche Welten so durchwandern kann. Aber was das für den Einzelnen heißt, weiß ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob das für mich so wichtig ist. Ich glaube, ich habe auch eine sehr rationale Haltung zu dem, was ich mache, auf eine Art und Weise. Also so, ich sehe das so ganz, ich glaube auch nicht an Inspiration oder so. Ich glaube einfach daran, dass man so Dinge so lange wiederholt, bis irgendwas Interessantes dabei rauskommt. Aber ich sitze jetzt auch nicht rum und warte auf Inspiration oder auf den göttlichen Funken, der mir dann sagt, mal diesen Dildo. Das wäre doch irgendwie sehr seltsam. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Gefühle. Ich habe mal gesagt oder so gedacht, dass meine Arbeit sich oft mit so Banalitäten auseinandersetzt, also banalen Gefühlen. Genervtheit, Hunger, Unlust, Sex. Was jetzt nicht heißt, also auch das Banale hat ja auch oft sehr was sehr Tiefgründiges, finde ich. Und die haben schon so unterschiedliche Stimmungen und es geht ja auch oft um so, ich stelle mir dann so vor, also wie so diese Objekte und auch diese Oberflächen in meinen Bildern sind,
Die sind manchmal sehr kalt, manchmal sehr warm, ne? Manchmal sind die fluffig, manchmal sind die glatt. Es geht auch um so Befindlichkeiten, glaube ich, oder auch so die, was man so empfindet, wenn man Dinge anfasst oder wenn man in Kontakt kommt mit Material, mit Oberfläche, mit Dingen einfach und was man so für ein Verhältnis dazu hat. Und ausgehend davon haben meine Arbeiten ja auch was sehr Sexuelles, ist ja klar. Also so, weil eben diese Verbindung zu Gegenständen kann ja sehr sexuell sein oder so sehr sinnlich. Oh ja, also ich als Jüdin habe natürlich ganz viele Lieblingsverschwörungstheorien. Also meine Lieblingsverschwörungstheorie ist natürlich, dass wir die Welt beherrschen, weil schön wär's. Also wer will nicht die Welt beherrschen? Allerdings, wenn ich mir so meine jüdischen Freunde und Freundinnen angucke, unwahrscheinlich, aber gut. So. Das ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsverschwörungstheorien. Ich finde auch richtig, richtig gut die mit den Echsenmenschen. Also so, es gab auch mal so eine richtig trashige Serie, die hieß irgendwie V, die Besucher, wo die Menschen auch so Echsenmenschen waren. Und die gab es einmal in den 70ern und ich glaube in den 2000ern wurde die nochmal gefilmt. Daran zu glauben, dass sowas, also als erwachsener Mensch finde ich, daran zu glauben, dass Echsen die Welt beherrschen, das ist schon so eine krasse Hirngymnastik, das muss man erstmal hinkriegen. Man hat natürlich ein hohes Maß an, vielleicht nicht Egoismus, aber Egozentrik auf jeden Fall. Das muss man aushalten. Man muss auch aushalten, dass man ständig im Mittelpunkt steht. Also ich stehe ständig im Mittelpunkt und jemand, mit dem ich zusammen bin, muss das ertragen können. Ja, also schwierig, schwierig. Ich verstehe aber, warum auch meine Eltern oder auch viele andere Künstlerpaare, die ich kenne, halt doch in ihrer eigenen Bubble daten natürlich. Weil ich jetzt nicht glaube, dass ein Versicherungsvertreter verstehen könnte, was die Probleme und Frustrationen sind an meinem Job. Und vielleicht auch nicht verstehen könnte, dass mein Job ein richtiger Job ist. Also ich habe das immer wieder auch mit Freunden, die richtige Berufe haben, dass sie so sagen so, ja, aber warum kannst du denn heute Abend nicht? Du bist doch selbstständig, du kannst auch machen, was du willst, du musst doch morgen nicht aufstehen. Ich würde auf jeden Fall, klar gibt es auch Autodidaktinnen, aber ich würde sagen, es ist schon, wenn ich mir so meine Kolleginnen angucke, haben die meisten eben studiert an der Kunsthochschule in Deutschland oder wo auch immer. Und ich würde sagen, das Ding ist halt, in Deutschland ist es ja auch kostenlos zu studieren. Wenn man Glück hat und sich nicht anstellt, kriegt man vielleicht noch ein Stipendium. Das heißt, man hat eigentlich nur Vorteile davon. Und ich glaube, das habe ich eben auch gelernt aus meiner Arbeit mit Erstsemestlern oder mit jungen angehenden Künstlerinnen, ist, dass man am Anfang sehr, also man braucht eine Einleitung und eine Einführung dazu, was zeitgenössische Kunst überhaupt ist und überhaupt alles sein kann. Weil sonst hast du Leute, die beginnen mit dem Kunststudium, was macht man erstmal? Ah ja, man malt oder man bildhauert irgendwas, aber eigentlich ist es ja, beschneidet man sich ja auch der Möglichkeiten, die so eine Kunsthochschule bietet. Und das ist mit Medien zu arbeiten, das ist auch so eine, einfach eine viel größere Weitsicht darüber zu haben, was Kunst heutzutage alles sein kann, von Video bis Foto bis Installation bis Performance. Und dafür braucht man, oder es tut einem, glaube ich, sehr gut, so ein Kunststudium. Plus man hat eben die ganzen anderen Kommilitonen und Kommilitoninnen und deren Sichtweisen darauf. Und das zusammen, glaube ich, bereitet einen eben viel besser darauf vor, irgendwann auch eigenständig zu denken. Weil nichts anderes bringt dir eine Kunsthochschule bei. Also die gibt dir die Möglichkeiten und schubst dich so ein bisschen in die Richtung, dich sozusagen selbst zu entwickeln, deine eigene Position zu entwickeln. Klar, so eine Migrationsgeschichte fließt, glaube ich, immer ein. Auch so dieses Migrantenkind, jüdisches Migrantenkind. Ich muss mich durchsetzen. Meine Eltern haben immer gesagt, du musst gut in der Schule sein, du musst das und das machen, du musst die Beste sein. Weil die Deutschen, die werden immer besser sein als du so. Und die werden immer die besseren Jobs kriegen. Und das heißt, wenn du nicht doppelt so gut bist. Und das ist eine klassische Migrantengeschichte. Also, und die sich, glaube ich, auch durch fast alle Migrations-, also egal, wo man herkommt, dieses so, die Eltern triezen ein, dass man besser ist, weil die haben so viel aufgegeben, um dir sozusagen ein besseres Leben zu ermöglichen. Du undankbares Stück Scheiße. So. Also kennt, glaube ich, fast jede Migrantin.
Und natürlich spielt das eine Rolle, natürlich prägt das einen Charakter, das prägt halt auch, ob man, wie durchsetzungsfähig man ist, das prägt auch, wie sehr man sich gegen andere behaupten will, wie sehr man sozusagen sich einen abasselt, um gut zu sein. Also von daher glaube ich schon, ja. Also mein ehemaliger Professor Ingo Meller hat mal zu mir gesagt, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Tough. Ja, ich glaube, das war so die beste und schlechteste Kritik ever. Das hat er mal gesagt, als ich mal ein gutes Bild gemalt habe, seiner Meinung nach. Ja, ansonsten glaube ich, im Studium ist es extrem wichtig, sich auch kritisieren zu lassen und sich dem auch zu stellen. Aber ich glaube, irgendwann ist es auch extrem wichtig, das loszulassen und irgendwie zu machen, was man für richtig hält. Und auch dazu zu stehen, was auch immer das sein mag. Das Einzige, was ich mache in meiner Freizeit, ist halt irgendwie saufen und bumsen wahrscheinlich. So. Und das sind zwei Dinge, die sehr, sehr unintellektuell sind, würde ich mal sagen. Vielleicht, wenn ich nicht Künstlerin wäre, ich bin ein richtiger Bauarbeiter. Ich habe nur Guilty Pleasures, ich habe gar keine Intellectual Pleasures. Ich lese nur zeitgenössische Literatur, wenn überhaupt, weil ich halt ein paar Freunde habe, die sozusagen da so, wie meine Freundin Mirna Funk zum Beispiel, die jüdische Schriftstellerin. Und so über sie bin ich auch mehr darauf gekommen, wieder mehr Zeitgenossen zu lesen. Und ich glaube, ich habe abends oft auch gar keinen Nerv mehr. Also ich kann auch gar keinen Film mehr gucken. Ich kann nur noch so Too Hot to Handle bei Netflix gucken oder so, weil für alles andere ist in meinem Kopf kein Platz. Es ist eine Reality-Show, wo so Leute so, alle sind so total hot und horny, aber wenn sie rummachen, kriegen sie Geld abgezogen. Das war mein Artist-Date mit Anna Nero. Danke, Anna, dass du uns die Türen geöffnet hast und dass wir zusammen diesen Deep Dive in die Welt der Malerei und der Kunst machen konnten. Danke auch an Rough Gear, dass wir bei euch drehen durften. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Follow und ein Like da. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.